Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Special, welches halt keinen schönen Anlass hat. Hier ist der Fangamer und ich möchte einem großen Künstler Tribut zollen, der leider vor einem Jahr von uns gegangen ist. Und zwar die Rede ist von Chester Bennington von Linkin Park. Dieses Tribute möchte ich aber nicht irgendwie anlegen, sondern ich möchte es mit meinem Gaming verbinden und möchte euch deswegen mit Hilfe von Ending was genaueres näher bringen von über Chester Bennington, über Linkin Park und sein Schaffen und so weiter. Und eben das mit Gaming-Sachen, zum Beispiel F1 2016, FIFA, Rocket League, WWE und so weiter. Vielleicht kommt noch was dazu, das weiß ich noch nicht, aber das werden wir ja sehen. Natürlich wird es auch viel, viel Musik von Linkin Park geben und was Bennington sonst noch alles gemacht hat. Und danach wird es auch noch einen Countdown geben, ich sage mal nicht Countdown, sondern die 45 wirklich beliebtesten Songs von mir, von Linkin Park, von was auch immer Bennington gemacht hat. Aber das werdet ihr sehen. Aber auch bei den Infos wird zwischendurch Musik gespielt. Das heißt, Linkin Park pur. Ich hoffe, es gefällt euch und wir starten jetzt gleich einmal los mit einem Lied. Just too many times that people have tried to look inside of me, wondering what I think of you when I protect you out of courtesy. Too many times that I've held on when I needed to push away, afraid to say what was on my mind, afraid to say what I need to say. Too many things that you said about me when I'm not around. You think having the upper hand means you gotta keep putting me down, but I've had too many standoffs with you. It's about as much as I can stand, so I'm waiting until the upper hand is mine. 1 minute you're on top, the next you're not, watch it drop, making your heart stop just before you hit the floor. 1 minute you're on top, the next you're not, missed your shot, making your heart stop. You think you won, and then it's all gone. So many people like me put so much trust in all your lies, so concerned with what you think to just say what we feel inside. So many people like me walk on eggshells all day long. All I know is it, all I want is to feel like I'm not stepped on. There are so many things you say that make me feel you cross the line. What goes up will surely fall and I'm counting down the time, cause I've had so many standoffs with you. It's about as much as I can stand, so I'm waiting until the upper hand is mine. 1 minute you're on top, the next you're not, watch it drop, making your heart stop just before you hit the floor. 1 minute you're on top, the next you're not, missed your shot, making your heart stop. You think you won, and then it's all gone. You say you knew your lies would divide us, but you lied anyway. And all the lies have got you floating up above us all, but what goes up has got to fall. 1 minute you're on top, the next you're not, watch it drop, making your heart stop just before you hit the floor. 1 minute you're on top, the next you're not, missed your shot, making your heart stop. You think you won, and then it's all gone. Chester Charles Bennington, so wie er mit vollen Namen hieß, wurde am 20. März 1976 in Phoenix, Arizona geboren. Er war der Sohn eines Polizisten und einer Krankenschwester. Er hatte einen Bruder und zwei Halbschwestern. Doch die Ehe seiner Eltern ging schnell in die Brüche. Keiner kümmerte sich wirklich um ihn und seine Geschwister. Deshalb hatte er damals schon Gedanken, düstere Gedanken, in denen er seine Familie töten möchte. Außerdem wurde im Alter von 8 bis 13 Jahren sexuell von einem Freund der Familie missbraucht. Diese Erlebnisse verarbeitete er in Form von Malen von Bildern und Songschreiben. Seine Vorbilder waren damals schon Depeche Mode und die Stone Temple Pilots. 1993 gründete er mit seinem Jugendfreund die Band Sean Dowell and His Friends. Sean Dowell war wohl sein Jugendfreund. Zu der Zeit trank Chester Bennington bereits jede Menge Alkohol und nahm Drogen. Vor allem Kokain und Crystal Meth hat es ihm angetan, um die Vergangenheit zu bewältigen, die ja sehr düster ist bei ihm.
1994 zog er zu seiner Mutter zurück und machte seinen Highschool-Abschluss auf der Washington High School, trotz Drogenprobleme. Um seine Sucht zu finanzieren, jobbte er in verschiedenen Jobs. Wegen genau dieser Sucht wurde er als 18-Jähriger zu Sozialstunden verurteilt und von seiner Mutter sicherheitshalber unter Hausarrest gestellt. Ja, um euch nicht mit zu viel Infos auf einmal zu konfrontieren, sage ich mal, spielen wir jetzt wieder ein weiteres Lied und ich melde mich danach wieder zurück. Say something, lightweight, step it aside when we come in. Feel it in your chest, the syllables get pumping. People on the street can panic and start running. Words on loose leaf sheet, complete coming. I jump on my mind, I summon the rhyme I'm dumping. Healing the blind, I promise to let the sun in. Sick of the dark ways, we march to the drumming. Jump when they tell us that they wanna see jumping. Fuck that, I wanna see some fist pumping. Risk something, take back what's yours. Say something that you know they might attack you for. Cause I'm sick of being treated like I had before. Like a stupid standing for what I'm standing for. Like this war's really just a different brand of war. Like it doesn't cater to rich and abandoned poor. Like they understand you in the back of the jet. When you can't put gas in your tank. These fuckers are laughing the way to the bank and cashing a check. Asking you to have compassion and have some respect. For a leader so nervous in an obvious way. Stuttering and mumbling for nightly news to replay. And the rest of the world watching at the end of the day. In the living room laughing like, what did he say? When it gets tense, I know what might happen. World's cold, the bold men take action. Have to react to get blown into fractions. 10 years old is something to see. Another kid my age, drug under a Jeep. Taken and bound and found later under a tree. I wonder if he thought the next one could be me. Do you see the soldiers that are out today? They brush the dust with bulletproof vests away. It's ironic, at times like this you pray. But a bomb blew the mosque up yesterday. There's bombs on the buses, bikes, roads. Inside your market, your shops, your clothes. My dad, he's got a lot of fear, I know. But enough pride inside, not to let that show. My brother had a book he would hold with pride. A little red cover with a broken spine on the back. He hand wrote a quote inside. When the rich wage war, it's the poor who die. Meanwhile, their leader just talks away. Stuttering and mumbling for nightly news to replay. The rest of the world watching at the end of the day. Both scared and angry like, what did he say? Gründete ein Tattoo-Studio mit Shaw Dowell und machte daraus sogar eine erfolgreiche Kette. Er heiratete und wurde 1996 erstmalig Vater. Was das Besondere daran war, er konnte sich keinen Ehering leisten und ließ sich kurzerhand einen tätowieren. Diese Beziehung hielt jedoch leider nicht lange, wurde aber freundschaftlich beendet. Dowdell und Bennington hatten ihre Band zwischenzeitlich in Great Days umbenannt. Der Erfolg blieb jedoch aus und so trennte man sich 1998 nach zwei mäßigen Alben. Eine andere Band kam aber schon. Die Band Xero war 1999 auf der Suche nach einem Sänger. Bennington wurde daraufhin kontaktiert und gebeten, mittels Demos von Xerox Songs
seine Stimme einzuspielen. Daraufhin wurde Chester Bennington genommen und fixer Bestandteil der Band, die sich dann in Hybrid Theory umbenannte. Eine EP wurde in Eigenregie aufgenommen, welche aber auch nur mäßig erfolgreich war. Die Band bestand zu diesem Zeitpunkt aus eben Chester Bennington, Mike Shinoda, Brad Delson, Rob Burden und DJ Joseph Hahn. Im Jahr 2000 kam die Band beim Label Warner Music Group unter und benannte sich dann eben in Linkin Park um. Sie veröffentlichte am 24. Oktober 2000 ihr Debütalbum Hybrid Theory, welches sich über 24 Millionen Mal verkauft hatte. Der Stil der Band lässt sich dem Nu Metal zuordnen. Die erste Single-Auskoppelung war One Step Closer, die sehr, sehr erfolgreich machte die Band über Nacht berühmt. Dieses Lied wurde auch als Soundtrack für den Film Das Experiment verwendet. Deswegen erreichte das Album Hybrid Theory in kurzer Zeit Goldstatus. Dieser Hype beschert ihnen auch große Auftritte bei den Festivals. Im Jahr 2002 wurde ein Remix-Album namens Reanimation veröffentlicht, wo Songs von Hybrid Theory remixed wurden, wo auch viele andere Künstler daran teilnahmen. Ich persönlich habe mir auch das Remix-Album geholt. Ich konnte damit nichts anfangen, mir taugt aber das Debütalbum Hybrid Theory sehr, sehr gut und aus diesem werden wir auch ein Lied jetzt nun spielen. Viel Spaß dabei! Erschien das zweite Album, genannt Meteora. Dies wurde eine der erfolgreichsten Alben aus dem Jahr 2003. In diesem Jahr gingen sie ebenfalls auch mit Metallica auf Tour und brachten im Zuge dessen eine Live-CD und DVD von dieser Tour heraus. Nach der Tour machte die Band eine Pause, der sich die Bandmitglieder anderen Projekten widmeten. Zum Beispiel Mike Shinoda brachte ein Hip-Hop-Album raus. Trotz des Erfolges von Linkin Park
fühlte sich Bennington am Anfang nicht zu der Band dazugehörig und konsumierte deshalb wieder Alkohol und Marihuana. Laut eigenen Angaben von Bennington fing er sich erst 2005, als er seine dritte Ehefrau kennenlernte, und stellte dadurch den Alkoholkonsum ein. Nun spiele ich euch aus dem Album Meteora ein Lied vor. All these thoughts and the pain attached to them. Sometimes I wonder why this is happening. It's like nothing I can do would distract me when I think of how I shot myself in the back again. Cause from the infinite words I can say, I put all the pain you gave to me on display, but didn't realize, instead of setting it free, I took what I hated and made it a part of me. Again, I remember when it started happening. I'd see you in every thought I had, and then the thoughts slowly found words attached to them. And I knew as they escaped away, I was committing myself to them. And every day I regret saying those things, cause now I see that I took what I hated and made it a part of me. Im Dezember 2005 wurde das dritte Album der Band angekündigt. Erschienen ist es schlussendlich am 11. Mai 2007 und heißt Minutes to Midnight. Die Single What I've Done wurde am 4. Mai vorab veröffentlicht. Das dritte Album brachte jedoch auch einen Stilwechsel mit sich, denn die Nu-Elemente kommen nur noch sehr sporadisch vor. Das Album geht eher in Richtung Alternative Rock. Somit fällt auch der abwechselnde Gesang von Chester Bennington und Mike Shinoda's Rap fast vollkommen weg. Einzelne Ausnahmen gibt es, zum Beispiel Bleed It Out. Das werdet ihr dann bei meiner Zusammenstellung der liebsten Linkin Park Songs und so weiter hören, aber zu dem später. In dem Album setzt sich das Linkin Park ebenfalls mit politischen Themen auseinander. Im Sommer 2007 spielten sie auch als Headliner am Rock am Ring, Rock im Park und beim Live Earth Konzert in Japan. Am 18. Mai 2009 erschien die Maxi-Single New Divide, welches als Titellied zum Soundtrack Transformers Die Rache beigesteuert wurde. Dieses hört ihr dann ebenfalls in den besten Linkin Park Songs von mir. Was ihr jetzt jedoch wirklich von mir hören werdet, ist ein Lied aus dem Album Minutes to Midnight. Viel Spaß! My insides all turn to ash, so slow. I collapsed
2009 kam von der Band Dead by Sunrise ein Album heraus, das nennt sich Out of Ashes. Bei dieser Band handelte es sich um ein Nebenprojekt von Chester Bennington. Es sollte aber das einzige Album bleiben, das von der Band herausgebracht wurde. Gegründet wurde die Band von Bennington deshalb, da er seinen Bandkollegen von Linkin Park nicht mit seinen persönlichen Problemen aus der Vergangenheit belasten wollte, und so einen Weg, ein Ventil gefunden hatte, um dies zu verarbeiten. Die Vorarbeiten für die Lieder begannen bereits im Jahr 2006. Da aber Chester gleichzeitig an einem neuen Linkin Park Album arbeitete, verschob sich die Veröffentlichung auf 2009, da auch die Aufnahmen erst 2008 gestartet werden konnten. Der große Unterschied zu den Linkin Park Alben ist der fehlende Hip-Hop-Einfluss. Das Album wurde auch emotionaler und dunkler als die Linkin Park Alben. Davon könnt ihr euch jetzt überzeugen. Give me a smile,
Am 10. September 2010 erschien das neue Album A Thousand Suns, welches ein Konzeptalbum ist. Auf dem Album gab es wieder eine Stiländerung. Das Album wurde elektronischer. Als Vorab-Single wurde The Catalysten veröffentlicht. Die zweite Single Waiting for the Sun wurde am 7. September in jeder Radiostation gespielt. Aus diesem Album wurde ebenfalls für Transformers 3 der Soundtrack beigesteuert. Das Lied heißt diesmal Iridescent. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Standing in the wake of devastation, when you were waiting on the edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there and possibly alone. Let it go.
2011 wurde das fünfte Studioalbum angekündigt. Es sollte vom Stil her wieder etwas anderes werden als das Vorgängeralbum. Linkin Park wollte die Rap- und Rock-Elemente von früheren Alben mit den elektronischen Klängen, wie sie schon am Vorgängeralbum hatten, miteinander kombinieren und vereinen. Das Album heißt Living Things und wurde am 20. Juni 2012 veröffentlicht. Aus dem Album erfolgten 3 Single-Auskoppelungen, und zwar Burn It Down, Lost in the Echoes und Castle of Glass. Castle of Glass ist auch einer der Lieblingslieder von Enning. Keine Sorge, das wird in den Top 45 von mir vertreten sein. Ihr hört jetzt einmal ein anderes Lied aus dem Album. Chester Bennington tat sich mit einer Band zusammen, die er als Vorbild angab, und zwar mit den Stone Temple Pilots, da deren Sänger Scott Weiland nicht mehr Teil der Band war, und veröffentlichte mit ihnen 2013 eine EP mit 5 Songs. Diese Zusammenarbeit währte jedoch nicht lange. 2015 stieg er wieder aufgrund der Verpflichtung gegenüber Linkin Park und familiären Gründen wieder aus. Dennoch ist das eine feine EP von 5 Songs, wie gesagt, und einen werdet ihr daraus hören. Nobody else gonna love me.
sechste Studioalbum von Linkin Park erschien am 13. Juni 2014 und heißt The Hunting Party. Dieses Album wurde diesmal von Mike Shinoda selber produziert, da der Erfolgsproduzent Rick Rubin, der viele Alben schon vorher produziert hatte, eher in Richtung Dance und Indie gehen wollte, was aber Shinoda nicht gefiel. Dieser wollte ein lauteres, härteres und aggressiveres Album und wollte deshalb auch diese Richtung einschlagen. Bennington war von dieser Wende überrascht und verglich den Stil übertrieben als Death Metal. Letztendlich wurde das Album aber jedoch so produziert. Es wurde auch, was besonders ist, wieder mehr im Studio aufgenommen und weniger am Computer komponiert. Die erste Single-Auskoppelung erschien am 7. März 2014 und heißt Guilty All The Same. Weitere bekannte Singles sind noch Until It's Gone und Final Masquerade. Und auch hier werden wir jetzt ein Lied aus dem Album vorspielen. Marching with no stepping, murder with no killing, ill in every direction. First, no sequel, do the math, no equal. John with no yoke, more power, less people. And no, I'm not afraid of that. Print it in your paperback. Every rap is made back to axes of the late attack. Every phrase a razor blade is saved until they're praying back. Slay them, leave them laying on a paper bag, faded black. In the wastelands of today, where there's nothing left to lose, and there's no. Talking for just talking, but meaning they got none. None of them come proper, they talk like a shotgun. But how many got bred with integrity? Not one. So no, I'm not afraid to see you suckers hold a blade in me. Ain't no way to shake the ground I built before you came to be. Take it how you take it, I'm the opposite of vacancy. And this is not negotiation, I can hate and wait and see. In the wastelands of today, where there's nothing left to lose, and there's nothing more to take. Push yourself to choose. If the wastelands of today, what tomorrow disappears, what the future steps away. And your hope turns into fear. And your hope turns into fear. And the wastelands of today. Anfang 2016 wurde bekannt gegeben, dass Linkin Park die Arbeiten an einem neuen Album begonnen hatten, aufgenommen hatten. Am 16. Februar wurde die erste Single Heavy veröffentlicht, die mit der Sängerin Kiara aufgenommen wurde. Das dazugehörige Album heißt One More Light und wurde am 19. Mai 2017 herausgebracht. Dieses Album wurde von Mike Shinoda und Brad Delson komponiert und ist das persönlichste Album der Band. Für viele Kritiker ist dieses Album zu poplastig geworden und sie meinen, dass dies mit Linkin Park nichts zu tun hat. Überzeugt doch jedoch selbst. Watching the wings cut through the clouds.
watching the raindrops blinking red and white. Thinking of you back on the ground. There with the fire burning in your eyes. I only halfway apologize. And I'll be sorry for now that I couldn't be around. Sometimes things refuse to go the way we planned. Oh, I'll be sorry for now that I couldn't be around. There will be hat auch eine Tour zu diesem Album gegeben. Diese wurde jedoch abrupt abgebrochen, als Chester Bennington am 20. Juli 2017 in seinem Haus Suizid begann. Bennington hatte schon immer mit vielen Dämonen zu kämpfen gehabt. Dazu gehörten Depressionen, Alkoholsucht, Drogensucht, sexueller Missbrauch im Kindesalter durch eben einen Freund der Familie, der Krebstod seines Stiefvaters, ein Burnout 2015 und eine schwere Fußverletzung im Jahr 2016. Chester hatte sich jedoch soweit gefangen. Jedoch war es für ihn vermutlich ein schwerer Rückschlag, dass einer seiner besten Freunde, Chris Cornell, bei dem seinem Kind er sogar Taufpate war, am 18. Mai 2017 sich das Leben genommen hatte. Deswegen war der 20. Juli 2017 von Chester Bennington auch nicht zufällig gewählt, denn an diesem Tag hatte Chris Cornell Geburtstag. Für die verbliebenen Mitglieder von Linkin Park war das natürlich ein schwerer Schock. 3 Monate nach dem Tod stellte die Band mit anderen befreundeten Bands ein Tribute-Konzert auf die Beine. Am 15. Dezember 2017 wurde ein Live-Album und eine Live-CD namens One More Light Live veröffentlicht, wo man Chester Bennington noch ein letztes Mal sehen konnte. Mike Shinoda verarbeitete diese Erlebnisse in einem Soloalbum, das vor kurzem herausgekommen ist. Es heißt Postdramatik. Chester Bennington hinterlässt eine Frau und insgesamt 6 Kinder aus verschiedenen Ehen, sowie Millionen von Fans, die ihn mit Linkin Park über die Jahre hinweg begleitet haben.
Ja, Leute, ich muss euch sagen, für mich war das ein schwerer Schock. Ich konnte es am Anfang nicht glauben, dass Chester einfach von uns gegangen ist. Ich mochte ihn, ich mochte Linkin Park, das Gesamtpaket hat gepasst. Aber anscheinend hatte er für sich keinen anderen Ausweg gesehen. Das Ganze, was ich hier mache, ist nicht irgendwie eine Hascherei oder so, sondern ich möchte wirklich Chester ehren, weil ich ihn wirklich sehr gemocht habe, was er getan hat, was für Musik er uns hinterlassen hat, sage ich mal. Drum, Ruhe in Frieden, Chester, und ich werde dich weiter ehren in der nächsten Ausgabe, wo es dann die 45 Lieder geben wird. Ich hoffe, euch, ja, ich konnte euch etwas näher bringen an Linkin Park, für diejenigen, die die Band noch nicht so kannten. Auch wenn das vielleicht nicht gerade perfekt präsentiert wurde, aber es kommt auf den Inhalt an. Und ich wollte eben daraus auch ein Tribute für Chester machen. Möge er in Frieden ruhen. Macht's es gut, ich verabschiede mich mit einem Lied. Bis dann. Ciao. Baba. Save me.